Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtruhe. Heute schauen wir uns was Kleines vom Playmobil an. Und zwar habe ich hier dieses Päckchen bekommen. Da sind ein paar Tiere drin, zwei Laternen und eine Pflanze. Und dann packen wir das jetzt gemeinsam aus und schauen es uns zusammen an. Los geht's! Fertig ausgepackt schauen wir uns die Tiere doch nochmal gemeinsam an. Als erstes nehmen wir mal die zwei Hundewelpen. Da haben wir einen hellbraunen und einen dunkelbraunen Welpen. Ich glaube, das sind Labrador-Welpen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das für Hunde sind. Bei den Hunden ist noch besonders, dass man sie am Kopf bewegen kann, also hoch und runter, wenn der zum Beispiel am Boden läuft und schnüffelt oder wenn er gerade isst. Oder wenn er hier einfach sein Härchen anguckt, geht der Kopf natürlich nach oben, wenn er einen Stock schmeißt. Die nächsten Tiere sind zwei weiße Katzen, sind auch noch kleine Babykatzen. Die eine Katze läuft gerade. An der Katze kann man nichts verstellen, an der anderen Katze auch nicht, aber die hat eine andere Form. Die gibt gerade ihre Pfote, vielleicht ihrem kleinen Besitzer oder ihrer Besitzerin. Und dann haben wir hier noch zwei Vögel, zwei blaue Vögel, vielleicht Papageien. Der eine Vogel hat die Flügel gespreizt und ist wahrscheinlich bereit zum Losfliegen und der andere pickt vielleicht gerade ein paar Körner auf oder trinkt aus dem Wassertrog. Dann haben wir noch zwei kleine Kaninchen oder Hasen. Die sind in dunkelbraun und bei denen kann man natürlich auch nichts, leider nichts verstellen, aber die kann man auch schön zu dem kleinen Kind mit Meerschweinchen setzen, was wir auch schon mal vorgestellt haben. Dann haben wir hier noch zwei Laternen dabei und zwei Sträucher. Wenn euch das kleine Auspackvideo gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!